Herzlich willkommen zum Screencast vom Webseminar Das iPad in der Grundschule. Heute soll es einmal darum gehen, dass Schüler kreativ sind, kreativ denken, motiviert bei der Arbeit sind und es soll ein schüleraktivierendes Produkt entstehen, das auch noch bindendifferenziert ist, das heißt von einfacheren Formaten bis schwierige, sind heute auch wieder alle dabei. Wir werden Sie heute mitnehmen und werden Ihnen 4 Apps vorstellen, nämlich die App Safari. Das ist sehr viel mehr als ein bloßer Browser. Wir werden Ihnen zeigen, wie Sie in dieser App auch schon einfache Lesestrategien beispielsweise anwenden können. Dann die Kamera, oft vernachlässigt, aber sie ersetzt nicht nur eine Dokumentenkamera, sondern auch hier kann man ganz tolle Features einbauen und damit arbeiten. Wir bauen uns dramaturgisch ein bisschen auf. In der App Pages werden wir eine Multimedia-Mindmap machen zum Thema Hund. Und in Numbers, der ein oder andere wird sich jetzt vielleicht fragen, was machen wir zum Numbers? Es ist ja sehr verschrien als Mathe-App, aber nein, sie geht für den gesamten Grundschulunterricht ganz wunderbar. Und da schnuppern wir schon ein bisschen rein ins Thema Coding und werden ein kleines Quiz programmieren. Also sehr spannend, von einfach bis schwierig, heute alles dabei. Sie können während des ganzen Screencasts immer wieder auf Pause machen und haben die Möglichkeit, sich schwierige Inhalte auch noch einmal anzusehen. Zum Warmwerden starten wir mit der App Safari, dem Apple Browser. Zuallererst möchte ich einmal die Reader-Ansicht zeigen, bei der man zum Beispiel ungewünschte Werbung einfach ausblenden kann. Das ist hier oben einmal auf dem A und dann hier oben Reader-Darstellung einblenden. Dann sieht das Ganze einmal so aus, das heißt ohne lästige Werbung, ablenkende Banner in Farbe und die Schüler können den Text ganz einfach lesen. Auch hier habe ich noch weitere Möglichkeiten. Wenn ich hier noch auf das A klicke, kann ich zum Beispiel einfach die Schrift größer machen, indem ich mehrfach aufs A tippe oder auch wieder kleiner. Weiterhin empfinden das viele als angenehmer, wenn der Bildschirm einmal verdunkelt ist. Auch hier kann ich die Farbe ändern und ich kann auch noch eine Schrift auswählen, wenn ich das möchte. So, ich mache es mal einmal wieder weiß, um gleich etwas Neues noch zu zeigen. Wenn ich hier oben auf den Pfeil einmal tippe, dann bekomme ich zum einen die Möglichkeit, das Ganze zu versenden. Ich kann es aber auch hier einmal unter meinen Lesezeichen speichern oder als Favorit. Und was besonders praktisch ist, wenn es eine Seite ist, die man häufiger benutzt, zum Beispiel eine Kindersuchmaschine oder eben diese Seite, kann ich einfach darauf klicken, um das Ganze zum Home-Bildschirm hinzuzufügen. Und jetzt sieht man dort einmal, dass die Seite auf dem Bildschirm gespeichert ist. Also auch eine sehr praktische Funktion, die ich gerne nutze. Weiterhin unter dem Pfeil kann ich in diesem Dokument sozusagen auch Markierungen anstellen. Wenn ich hier einmal drauf tippe, öffnet sich gleich auf dem Stift sozusagen mein digitales Federmäppchen und ich kann jetzt hier zum Beispiel die Textmarkerfunktion nutzen, um wichtige Begriffe zu unterstreichen. Weiterhin wichtig, auch wenn wir im Hinblick schauen auf Lesekompetenz, ich könnte dem Ganzen jetzt auch noch Überschriften geben. Wenn wir beim Thema Hunde sind, was brauchen Hunde? Und kann auch diese beliebig in verschiedenen Farben setzen oder auch vergrößern in ihrer Schrift. Auch da muss ich einfach wieder hier auf das A gehen und ich kann sowohl die Schrift verändern als auch die Größe. Nun noch ein wichtiger Hinweis. Um meine Seite später auch offline zu nutzen, kann ich jetzt einfach noch einmal auf diesen Pfeil gehen
und das Ganze dann in meinen Dateien sichern, wenn ich zum Beispiel einen PDF-Converter habe und sie zum Beispiel unter Weedly speichern. Sie sehen, ich habe da auch schon einige andere PDF-Dateien und kann es dann hier einmal sichern und dann im Offline-Modus natürlich auch jederzeit darauf hinzugreifen. Wenn ich zufrieden bin mit meinen Markierungen, kann ich hier einfach auf Fertig gehen. Da würde ich auch nochmal gefragt werden, ob ich jetzt die Datei sichern möchte oder das PDF löschen. Ich gehe jetzt einmal auf PDF löschen, um diese Ansicht hier wieder zu haben. Denn was ich jetzt noch einmal zeigen möchte, ist die Vorlesefunktion. Dafür braucht man ein bisschen Fingerspitzengefühl. Und es muss auch vorher die Vorlesefunktion in den Einstellungen aktiviert werden. Dafür streiche ich einfach mit beiden Fingern vom oberen Bildschirmrand. Und jetzt sehen Sie hier schon einmal, dass das hier aufploppt. Was ist, was TV-Hunde? In unserem Archiv findest du die beliebtesten Texte. Woran erkennt man, dass es vorgelesen wird? Ich habe auch in den Einstellungen noch einmal eingestellt, dass die Wörter, die gesprochen werden, auch grün unterstrichen werden. Die Farbe ist da auch nochmal frei wählbar, um einfach den Kindern, die noch im Leselernprozess sind, zu ermöglichen, langsam mitzulesen und eine Orientierung im Text haben. Auch hier kann ich einmal wählen, wie schnell das Ganze sein soll. Ich habe das jetzt eingestellt als Beispiel für Erstleser, dass die halbe Geschwindigkeit vorgelesen wird. Das funktioniert aber natürlich auch für Schnellere. So wird es ganz normal vorgelesen oder eben auch sehr schnell. Man kann dann hier auch zurück oder vor im Text gehen. Das funktioniert in dieser Reader-Ansicht auch am allerbesten. Und Sie sehen, wenn ich das nicht benutze, dann ruht es sich hier ein bisschen auf der Seite aus und ich kann es aber immer wieder aktivieren und etwas verändern. Vorbereitend für meine nächste Aufgabe, nämlich einer interaktiven Mindmap, bin ich jetzt hier einmal bei Safari auf die Seite pixabay.com gegangen und suche mir einen passenden Hund aus. Da habe ich einmal verstellt, ich habe hier einen unter Vector Graphics etwas genommen, könnte aber genauso gut Fotos nehmen. Habe da einmal den Begriff Hund eingegeben, denn darum soll es heute gehen und kann jetzt hier einmal ein Foto einfach einmal in meiner Galerie speichern. Dafür tippe ich einfach einmal länger auf das Bild und gehe dann auf Fotos hinzufügen. Natürlich könnte ich das Ganze auch, wenn ich es nicht speichern möchte, einfach einmal kopieren und habe es dann in meiner Zwischenablage für mich kopiert. So, wo ist der Unterschied zwischen dem Bild, das ich gerade ausgewählt habe, zu anderen Bildern? Sie haben vielleicht gerade erkannt, dass der Hintergrund so leicht pixelig grau war. Das bedeutet, dass dieser transparent ist. Wenn man zum Beispiel Greenscreen noch nutzen möchte, ist das immer sehr praktisch. Und da zeige ich auch noch einmal die Funktion, wo das eingestellt werden kann. Das ist nämlich bei Color. Und da kann ich dann einfach auf Transparent noch einmal gehen und bekomme dann nur Bilder, bei denen dieser Hintergrund eben transparent ist. So, jetzt geht es weiter zu der App Pages und wir verlassen für einen Moment die App Safari. Machen wir nun weiter mit der App Kamera bzw. mit der Möglichkeit, die Kamera auch als Dokumentenkamera zu nutzen. Wenn es nämlich darum geht, Tafelbilder zu erstellen, mühen wir uns mitunter ab, Zeichnungen, Schaubilder, Texte oder Ähnliches auf unsere klassische Tafel zu übertragen. Abgesehen davon, dass nicht jeder in der Lage ist, diesen Übertrag auch künstlerisch zu leisten, kostet es in der Regel sehr, sehr, sehr viel Zeit und Arbeit, welche man sich definitiv sparen kann. So kann die Kamera des iPads schnell und einfach genutzt werden, um Inhalte aus beispielsweise Büchern und Arbeitsheften, aber auch um Schülerarbeiten abzufotografieren, welche unmittelbar projiziert und in der App Fotos sogar bearbeitet werden können. So können Ergebnisse gesichert, en Detail betrachtet und problemlos und vor allem schnell und einfach präsentiert werden. Und genau für diese kabellose Bildschirmsynchronisation namens AirPlay wird ein Apple TV in Kombination mit einem Peripheriegerät wie beispielsweise einem Beamer, einem Panel oder einem Smartboard und natürlich ein iPad benötigt.
Und so kann ich die Kamera des iPads jetzt nutzen, um beispielsweise ein analoges, bearbeitetes Arbeitsblatt abzufotografieren. Und genau dieses Foto steht mir dann in der App Fotos, also hier, zur Verfügung, welches dank AirPlay schnell und einfach für alle präsentiert, gemeinsam besprochen oder sogar nachträglich über die Funktion Bearbeiten oben rechts in vielerlei Hinsicht bearbeitet werden kann. Aber dazu gleich mehr. Zum anderen kann ich als Lehrkraft aber auch ein Foto der Arbeitsblattvorlage erstellen, also der Blankovorlage, um dieses dann digital bzw. interaktiv zu bearbeiten. Und dazu gehe ich in der App Fotos zunächst oben rechts, wie hier zu sehen, auf die Option Bearbeiten, sodass ich mich dann in einer ersten, ja ich möchte mal sagen, Bearbeitungsoberfläche befinde. An dieser Stelle habe ich unter anderem die Möglichkeit, Fotos zuzuschneiden, Filter einzusetzen oder auch die Belichtung zu optimieren. Wenn ich dann aber oben rechts auf den Kreis mit den drei Punkten tippe und Markieren wähle, gelange ich sozusagen in eine weitere, in eine zweite Bearbeitungsoberfläche, die es mir erlaubt, auf ein digitales Federmäppchen mit verschiedenen Tools zuzugreifen. Dieses befindet sich gerade hier unten links in der Ecke und so kann ich dann das Arbeitsblatt tatsächlich mit Hilfe dieser ausgewählten Tools digital bzw. sogar interaktiv bearbeiten. Und genau das habe ich auch nun vor. Und ich möchte mich jetzt beispielhaft einmal auf die zweite Lernaufgabe konzentrieren. Und so nehme ich jetzt meine zwei Finger und lege diese einmal auf die Bildschirmoberfläche, ziehe diese zwei Finger einmal auseinander, damit nur die zweite Lernaufgabe auch an dieser Stelle zu sehen ist und man eben einen besseren Überblick über die Lernaufgabe hat und eben auch eine größere Fläche zwecks Bearbeitung. Und so nutze ich jetzt die Möglichkeit des Lineals als auch des Markierers, um wesentliche Informationen der Lernaufgabe in einem ersten Schritt zu markieren. Und mit einem Finger auf das Lineal gehalten kann ich dieses entsprechend verschieben. Als kleiner Hinweis, mit zwei Fingern auf das Lineal gehalten kann ich es auch rotieren lassen. Und so starte ich, wie gesagt, damit erstmal die wesentlichen Informationen in der Farbe Gelb zu markieren. Und natürlich soll es jetzt in einem weiteren Schritt darum gehen, die relevanten Informationen so zusammenzutragen, dass eben genau diese Lernaufgabe entsprechend gelöst werden kann, also ein entsprechender oder ein möglicher Lernweg auch auf das Gitternetz übertragen wird. Und dazu klicke ich nochmal auf das digitale Federmäppchen, lasse über erneutes Anklicken des Lineals genau selbiges verschwinden, suche mir jetzt einen Stift, beispielsweise hier oben diesen aus, klicke nochmal diesen an, um zu schauen, in welcher Dicke er eingestellt ist, wähle an der Stelle einfach mal die Farbe Schwarz, um einen möglichen Rechenweg dort auf dieses Gitternetz zu übertragen. Und genau das tue ich jetzt an dieser Stelle. Natürlich gibt es noch andere Rechenwege und Möglichkeiten, an ein Ergebnis zu kommen. Aber das sollte an der Stelle beispielhaft einfach genügen, sodass man definitiv, egal welchen Weg man wählte, zum Ergebnis 28 Dosen kommt. Und so kann ich jetzt natürlich oder könnte ich natürlich die Antwort hier unten auch händisch übertragen. Aber damit Sie einfach wissen, welche Optionen einem noch in diesem digitalen Federmäppchen zur Verfügung stehen, möchte ich genau auf jene zu sprechen kommen. Man hat weiterhin die Option, einmal hier auf dieses Plus zu klicken und noch weitere Möglichkeiten auszuwählen. Neben diversen Formen, aber auch Pfeilen, wird mir unter anderem auch die Möglichkeit zum Textfeld angeboten und einmal dort auf Text getippt, wird mir ein solches Feld entsprechend auf mein Foto gesetzt, welches ich jetzt unten direkt in die richtige Zeile schiebe und über diese blauen Start- und Zielpunkte vergrößere. Und über Doppeltipp auf Text geht die Tastatur automatisch hoch und ich habe die Möglichkeit, die richtige Anforderung entsprechend einzutragen. Und das tue ich auch hier mal, dass eben Bauer Hubert für alle Schäferhunde insgesamt
28 Dosen benötigt. Und wie man sieht, ist die Antwort jetzt an der Stelle viel zu groß. Und so kann ich im Nachgang auch nochmal auf das digitale Federmäppchen tippen und habe hier über das kleine und große A die Möglichkeit, auch eine andere Schriftart auszuwählen, aber eben auch die Schriftgröße entsprechend anzupassen. Und auch die Schriftfarbe kann ich im Nachgang noch optimieren und verändern. Und das tue ich auch, indem ich unten einmal auf das Blau tippe. Und so steht die Antwort jetzt entsprechend in meiner Lernaufgabe über einen getippten Text. Und wenn ich dann soweit zufrieden bin mit der Bearbeitung oder vielmehr fertig bin mit der Bearbeitung meines Fotos, bestätige ich genau diese hier oben über fertig in einem ersten Schritt. Aber da wir uns ja insgesamt in zwei verschiedenen Bearbeitungsoberflächen befanden, muss ich auch hier der Bearbeitung über den gelben Haken oben rechts zustimmen. Und da sieht man es, dass mir dieses bearbeitete Foto dann auch tatsächlich in meiner Fotomediathek zur Verfügung steht. Pages bietet neben der Textverarbeitung noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, nämlich auch die Einbindung von Webvideos, die Zeichenfunktion, das Aufnehmen von Audiodateien und ich habe kostenlos und urheberrechtlich unbedenklich noch ganz viele Formen, auf die ich zurückgreifen kann. So, jetzt geht es super vorbereitet. Einmal zur App Pages. Das ist dieser weiße Stift auf dem orangefarbenen Icon. Da klicke ich einfach einmal drauf und werde jetzt schon gefragt, ob ich ein neues Dokument erstellen möchte quasi. Da tippe ich jetzt einmal rauf und habe hier ganz, ganz, ganz viele verschiedene Vorlagen von Büchern über Lebensläufe, Plakate. Und da entscheide ich mich jetzt einfach mal für ein leeres Buch im Querformat, tippe das einmal an und möchte jetzt hier einmal dieses Textfeld löschen, denn das stört mich bei meiner Mindmap. Und jetzt sehen Sie hier einmal, dass diese Seite ausgewählt ist, die ist so orangefarben hinterlegt und ich würde diese gerne farblich ein bisschen ändern. Um etwas zu ändern, gehe ich zuallererst auf den Pinsel. Und kann jetzt hier entscheiden, was ich für einen Hintergrund haben möchte. Da tippe ich einfach mal an und gehe auf Farbe. Und ich möchte etwas, was zum Hund passt. Also nehme ich mal eine grüne Wiese. So, jetzt mache ich gleich etwas, was die Schüler immer so gerne vergessen. Nämlich das Ganze einmal umzubenennen. Am besten mit Namen Nadine, Hunde. Mindmap und gehe dann hier einmal auf den blauen Pfeil und kann das Ganze jetzt hier bespielen mit meinem Hund. Ich hatte den ja gerade in die Zwischenablage eingefügt und kann den jetzt hier einmal ein bisschen kleiner machen und platzieren. Allerdings möchte ich Ihnen jetzt noch einmal zeigen, wie ich ihn aus der Galerie einfüge. Deswegen lösche ich meinen Hund. Es tut mir leid, lieber Hund. Tippe dann da einmal aufs Plus. Gehe auf Foto oder Video einfügen. Huch! Ich habe leider gerade keinen Hund hier. Und dann öffnet sich meine Galerie und mein Wauzi ist da. Den tippe ich an. Verschiebe ihn und füge jetzt einfach mal verschiedene Felder ein. Auch dazu gehe ich wieder auf das Plus. Und dann einmal hier auf die Kategorie Formen. Das ist total toll, egal welche Form, ich habe immer ein Textfeld integriert in den Formen, wenn ich das so möchte. Also tippe ich jetzt hier einfach mal auf das Quadrat mit den runden Ecken, falls man runde Ecken mathematisch gesehen eigentlich so sagen darf. Mach das ein bisschen größer und jetzt gestalte ich meine Multimedia Mindmap. Gebe hier erstmal die Überbegriffe ein und zwar Nahrung möchte ich haben. Tippe dann da auf den Pinsel, um einmal den Text zu verändern. Das ist mir nämlich viel zu klein. Ich mache das mal viel, viel größer. So ist gut. Und dann möchte ich hier noch einmal, dass das Ganze oben ausgerichtet wird. So.
Und weil ich das jetzt schon so schön gelayoutet habe, gehe ich jetzt einfach mal auf Kopieren und Einsetzen. Krieg hier, sehen Sie diese Pfeile, kriege ich das gleich automatisch auf einer Höhe angerichtet. Hier auch. Und dort. Und kann jetzt meine verschiedenen Begriffe ändern. Ich tippe mal noch ein Besonderheiten. Gehe wieder auf den Pinsel, damit ich das alles in eine Zeile einfach mal bekomme. Und auch hier vielleicht noch Aussehen. So ein bisschen typisch wie im Steckbrief. Und dann Bedürfnisse. Das Ganze könnte ich jetzt auch einsprechen auf dem Mikrofon. So, es soll ja eine Multimedia-Mindmap werden, deshalb nehme ich hier einfach mal einen Ton auf und gehe hier einmal auf das Foto, das bedeutet generell Medien, und hier auf Audio aufnehmen. Einmal da auf Aufnahme und sage jetzt: Hunde benötigen täglichen Auslauf. So, gehe dann auf Einfügen und kann das jetzt hier einfach verschieben. Dann möchte ich noch einfügen unter Besonderheiten ein Webvideo. Das funktioniert von Vimeo und von YouTube und kann hier einfach meine URL eingeben. Die habe ich jetzt noch nicht vorbereitet. Dafür gehe ich hier noch einmal auf Safari und kopiere einmal meinen YouTube. Dieser kleine Labrador-Welpe geht mit seinen Geschwistern schon in die Schule. Das ist ja wirklich eine Besonderheit. Dieser Klack. Und füge dann ganz einfach die URL hier ein. Bekomme dann schon einen kleinen Vorschau-Video angezeigt. Kann das Ganze auch verkleinern, damit es zu meinen Besonderheiten passt und dort auch wieder hinziehen. Für die Nahrung möchte ich jetzt nochmal eine Form einfügen. Und praktisch ist, ich kann hier auch einmal suchen und probiere das doch jetzt hier einfach mal, es einzudiktieren. Ja, aktivieren. Hat nämlich geklappt. Ich nehme mal die Keule für den Hund. Und das Ganze ist jetzt noch blau wie mein Textfeld. Das möchte ich natürlich ändern. In welcher Welt ist denn eine Keule so bläulich? Und wechsle hier einfach mal in der Farbe zu braun. Hab hier also auch meine Nahrung. Der Hund ist hauptsächlich Fleischfresser. Und jetzt möchte ich noch einmal zeigen, wie man eine Zeichnung einfügt. Gehe dazu hier auch wieder auf die Medien. Und ich kann leider gar nicht zeichnen. Oh weia. Und kann jetzt hier einmal meinen Stift auswählen, um einen Hund zu zeichnen. Ich wähle mal die Farbe Schwarz und den Filzstift. So, transparent möchte ich ausstellen, Dicke ist so, und jetzt versuche ich mich einfach mal. Ja, sieht ein bisschen aus wie ein Chihuahua. Da sind andere zum Glück begnadeter. Und wenn ich fertig bin mit meiner Zeichnung, ist das also meine interaktive Mindmap. Jetzt noch einmal die App Numbers, also wie schon angekündigt, nicht nur für Mathematiker, sondern vor allem auch im Fach Sachunterricht und auch im Deutschunterricht eigentlich unverzichtbar. Und ich hoffe, Sie sehen das genauso wie wir, wenn Sie sich auch das letzte kleine Video, den letzten kleinen Clip angesehen haben. Kommen wir zur letzten größeren App für heute, nämlich die App Numbers.
Da denkt man jetzt erstmal an die Mathematiker unter uns. Ich bin kein guter Mathematiker, würde ich mal behaupten. Nutze die App aber trotzdem sehr gerne und zeige jetzt auch warum. So, wenn man eine Tabelle erstellt hat, das geht auch einfach auf das Plus und dann hier unter Tabelle auswählen. Das zeige ich jetzt einmal nicht, denn das ist wirklich ganz, ganz simpel. Das schaffen Sie alle. Kann ich eine Tabelle ganz einfach in ein Quiz umwandeln? Und ich zeige hier einmal, was gleich geschieht, wenn ich beispielsweise dieses Feld antippe. Das Ganze, was hier steht, Hunde werden auch, habe ich vorhin noch einmal aufgenommen für Erstleser als Beispiel oder für Schüler und Schülerinnen, die noch Schwierigkeiten mit dem Lesen haben. Und sie sollen jetzt einmal ihr Wissen über Hunde anwenden. Hunde werden auch Welpen, Rüden oder Jungs genannt. Jetzt gehe ich hier einmal auf Welpen und tada, Glückstreffer oder Wissen, man weiß es nicht. Das war gleich richtig, das Feld ist grün hinterlegt. So, wenn ich etwas falsch mache und zum Beispiel Rüden eingebe, zack, das Feld wird einmal rot. Das gleiche auch hier, Hunde dürfen niemals Fisch, Schokolade oder Gemüse essen. Natürlich, Schokolade ist da die richtige Antwort. Und jetzt schauen wir uns mal die ganze Programmierung an. Wie viele Hunderassen gibt es? Ich habe hier einmal die Zelle angetippt und sie ist blau umrandet. Jetzt gehe ich einmal auf den Pinsel und wähle unter Format hier erstmal aus das Einblendemenü. Das ist nämlich das Ganze, was wir gerade gesehen haben. Und jetzt gebe ich hier noch einmal den Anfangswert an, nämlich der soll ohne sein. Das stand da vorhin. Dafür muss ich auf leer gehen. Und jetzt gebe ich hier die verschiedenen Möglichkeiten an. Also es gibt sagen wir mal einmal 400. Dann als zweites Objekt, da übertreiben wir mal 600. Oder 4000 verschiedene Hunderassen. So, da bin ich jetzt auch schon einmal fertig. Jetzt muss ich noch hier einmal auf Zelle gehen und eine bedingte Markierung hinzufügen. Nämlich als Zahl, wenn ich einen Text habe, nehme ich gleich einen Text, ist gleich, was soll richtig sein? Nämlich die 400. Und jetzt gebe ich an, was soll passieren, wenn das richtig angegeben wird? Das soll eine grüne Füllung bekommen, das Feld. Also tippe ich grüne Füllung an und gehe einmal auf Fertig. Jetzt füge ich weitere Regeln hinzu. Nämlich, was soll passieren, wenn dort steht, ist 600. Da möchte ich, dass das falsch angezeigt wird, nämlich mit einer roten Füllung. Und das Gleiche mache ich jetzt natürlich noch einmal für meine 4000. Und dann habe ich schon ganz einfach ein kleines Quiz für meine Schüler programmiert. Das Ganze kann man in Numbers auch noch wunderbar machen für offene Aufgabenstellungen. Hier einfach mal ein Hund mit einer Sprechblase. Was haben Hunde noch für Bedürfnisse? Nimm eine Audiodatei auf. Also auch hier kann ich ganz normale Formen einfügen. Das sind die Emojis unter meiner Tastatur und kann die Schüler in einer Audiodatei einmal antworten lassen. Das funktioniert genauso vielleicht auch beim Thema Hund, beim Thema Rechtschreibung. Denn auch hier kann ich einmal angeben, dass das Wort Hund in dieser Zelle noch einmal als Regel richtig hineingeschrieben werden muss und kann die Schüler das Wort auch einmal aufsprechen lassen oder vielleicht als Satz fürs Heft noch einmal diktieren. Das Gleiche funktioniert auch einmal als Lernworthilfe, in der die Schüler sich noch einmal eine Merkhilfe hineinschreiben oder man könnte sie auch aufnehmen. Und damit Sie wirklich sehen, dass das schon funktioniert, möchte ich hier noch mal einmal etwas zeigen von meiner 4. Klasse. Die haben das auch in einer einfacheren Form programmiert. Hier sieht man sie noch mal fleißig bei der Arbeit. Und zwar haben sie es so gelöst,
dass es hier einmal grün gibt, wenn es richtig ist. Und wenn ich eine falsche Antwort eingebe, bleibt es einfach weiß. Erspart im Schulalltag ein bisschen Zeit, wenn die Schüler das erste Mal alleine programmieren. Denn das ist schon wirklich eine Form und Kunst des Codings und funktioniert noch ganz spielerisch. Wir haben es dann so gemacht, dass die Schüler ihr Quiz auf die verschiedenen anderen Geräte per AirDrop geschickt haben und dann konnten sie in Gruppen die Quizze einmal beantworten. Und das Ganze haben die Schüler hier noch mit ein paar Icons versehen. Wir hoffen, dass Sie ein bisschen etwas mitgenommen haben von diesem Screencast, ein paar Ideen für den eigenen Unterricht gefunden haben und wünschen Ihnen ganz, ganz viel Spaß und Freude mit Ihren Schülern beim Ausprobieren.